Werbespot für Liebe. Liebe. Muss man für sowas eigentlich Werbung machen? Leute reden doch ständig davon. Liebe, Liebe, liebe Leute. Wollen Sie? Suchen Sie? Liebe ist die Ausflucht aus der Einsamkeit. Wenn Leute sich selbst und ihre Leere nicht mehr aushalten können. Und Sinn im Anderen suchen. Leute fühlen sich oft selbst minderwertig und nicht liebenswert. Und erwarten dann, von außen geliebt zu werden. Wie soll einer lieben, wenn man es selbst nicht tut? Glaubt man es jemandem, dass er einen schön findet, wenn man sich selbst nicht schön findet? Liebe ist Kontrolle, weil Leute Angst haben, verlassen oder betrogen zu werden. Liebe ist so geil. Liebe ist so romantisch, wenn Partner aus Eifersucht kontrolliert, eingeengt und besessen werden. Liebe ist so romantisch, wenn der besseren Hälfte keine Luft mehr zum Atmen bleibt. Sie seelisch, innerlich stirbt, zerdrückt wird. Liebe ist so romantisch, wenn das eigene Leben füreinander komplett weggeworfen wird, wenn Freunde und Hobbys ausgelöscht werden. Alles Quatsch hier. Liebe sollte nicht einengen. Liebe sollte keine Kontrolle benötigen. Im Ideal sollte der andere für das geliebt werden, was er ist, ohne ihn in Erwartungen oder Bedingungen zu sperren, was der andere tun sollte. Willst du wirklich, dass dir dein Partner Liebesgedichte abschreibt oder Rosen kauft, nur weil du es erwartest, er aber mit seinem Herz gar nicht dahinter steht? Liebe braucht Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, um dem anderen vertrauen zu können und diesen in Tiefe zu erkennen. Liebe sollte das Glück des anderen im Fokus haben, auch wenn es ohne einen selbst passiert. Liebe sollte einen angstfreien Raum ermöglichen, wo man sich verletzlich machen und fehlerhaft zeigen kann, wo man keine Angst haben muss, was Falsches zu sagen, bestraft zu werden. Liebe. Die Frage ist nicht, ob du sie dir einfach wünschst, sie haben willst oder suchst, sondern ob du psychologisch wirklich bereit dafür bist. Ob Liebe in einer stark materiell durch Geld und Waren geprägten Gesellschaft, die durchzogen ist von Angst, Misstrauen, Kontrolle und Oberflächlichkeit, überhaupt möglich ist. Es kann helfen, die Gesellschaft ihre herrschenden Werte und die Prägung durch diese, die Darstellung von Liebe und Romantik in Medien wie Serien, die eigene Erziehung zu analysieren und zu reflektieren, um mehr zu verstehen. Schönheit und wie sie entsteht, darf dabei gerne mitreflektiert werden. Klar ist, schön ist mehr als oberflächliches körperliches Aussehen. Frage dich, was ist ein schöner Charakter? Ein liebenswerter Charakter. Damit sollte viel gewonnen sein. Gnoti se auton. Erkenne dich selbst.